Ja, ich möchte kurz einen Vortrag halten. Insbesondere hatte Frau Zöpf mich gebeten, nochmal darüber zu berichten, wie denn eigentlich die Umstellung stattgefunden hat und wie denn der Umstieg wahrgenommen wurde. Ich werde es heute zweiteilig machen. Erstmal etwas mehr textuell Bericht kurz geben, was wir durchgeführt haben. Und dann werden wir noch eine kleine Demo haben. Meine Mitarbeiter sind hier, werden nach kurz ein paar Beispiele zeigen. Gut. Ja, zunächst möchte ich kurz erzählen, welche Lehrveranstaltungen hier betroffen sind, welche Lehrveranstaltungen wir umgestellt oder haben, beziehungsweise Unterstützung durch Stuttgart-Plattform erfahren. Dann die Ausgangslage, von wo sind wir gestartet, bevor wir dann Richtung EXM uns entwickelt haben. Ziele, Zielgruppe, wen adressieren wir hier, was war unser Hauptantrieb, was für Fragen gab es in der Umsetzung, Erfahrungen, Rückmeldungen und dann ein paar Anregungen geben an eine Weiterentwicklung dieser Plattform, das mehr Richtung Ilias dann. Was wir vielleicht sehen können, was vielleicht ganz hilfreich und interessant wäre. Ja, Lehrveranstaltung. Was ist da bei uns betroffen? Also zum einen die ADS, Architekturen der digitalen Signalverarbeitung. Da geht es also im Wesentlichen um Algorithmen der schnellen Rechnung, also stellen Sie sich vor, Audio-Bildverarbeitungsalgorithmen. Dann die Medizinelektronik, das ist auch eine Lehrveranstaltung, die grundsätzlich recht neu ist, die es noch gar nicht so lange gibt, zuerst seit es den Master Medizintechnik gibt. Die habe ich also auch komplett neu konzipiert. Dann Lehrveranstaltungen, die in Zukunft IXM nutzen werden, die mikrostrukturierten Komponenten, die Elektronik programmierbare Digitalsysteme, die Digitaltechnik, wobei ich jetzt hier bei der Digitaltechnik insbesondere herausnehmen möchte, dass das eine Großveranstaltung ist, die durchaus mal 300 Prüflinge hat. Da sind wir in Diskussionen, da waren wir am Anfang auch etwas skeptisch, ob man denn so mit so großen Grundlagenprüfungen überhaupt in IXM geht. Wir haben aber gesehen, dass eigentlich die Art der Fragen und der Stoff, der da abzuprüfen ist, dass sich das sehr gut eignet. Und gerade die Digitaltechnik bindet bei uns enorme Ressourcen in der Korrektur, weil es eben so viele Prüflinge sind. Lehrveranstaltungen mit E-Learning unterstützen das zwar nicht jetzt hier Hauptthema in diesem Stream, möchte aber nichtsdestotrotz darauf hinweisen, die Grundlagen der Elektrotechnik 1 Medizintechnik, das sind speziell die wurde ausgegliedert, die Grundlagen der Elektrotechnik 1 für die Medizintechnik, weil ich mehr also im Bereich auch Medizintechnik aktiv bin. Das ist so eine Einführung in die Feldtheorie. Und Sie können sich vorstellen, elektromagnetische Feldtheorie, das ist ein sehr komplexes Fach. Da haben wir also Übungsangebote, Zusatzangebote entwickelt. Und das ist in dem Sinne kein IXM im Sinne der Abschlussprüfung, aber es sind Fragen zum Lernfortschritt, wo also die Studierenden kapitelweise nochmal sehen können, haben Sie jetzt den Stoff verstanden? Weil gerade in der Feldtheorie ist enorm wichtig, weil das nächste Kapitel immer auf den vorherigen aufbaut. Man muss also die kapitelweise wirklich mitgearbeitet haben im Lauf der Vorlesung, sonst versteht man das nächste Kapitel nicht. Ja, also es sind nicht orthogonale Kapitel, sondern die Kapitel im Laufe eines Semesters bauen aufeinander auf und deshalb muss ich sicher sein, dass das vorige Kapitel auch verstanden wird. Und da gibt es eben so Selbsttests, die sind natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Fragen so gestrickt, dass sie jetzt kompetenzorientiert prüfen, sondern die Fragen zielen eigentlich mehr auf ja, Wissensvermittlung oder auch zu sagen, habe ich jetzt die richtige Begründung? Ich habe da sogar auch die Studierenden ermutigt, so das mehr oder weniger als Stutter und Karaoke zu spielen, ja, dass sie sich halt mit zwei, drei Leuten zusammensetzen und sagen, jetzt gebe ich meine Begründung, ich klicke das an aus dem und dem Grund. Und man dann zueinander diskutiert und sagt, nein, ich hätte das andere angeklungen, die Argumentation ist richtig, weil sie halt argumentieren lernen müssen. Und das kann man auch, sag mal, ich nenne das so Stutter und Karaoke Club, lernen, das heißt mit mehreren vor einem Programm sitzen. Ja, nicht so unbedingt nur das Individuelle, wie jetzt in der Prüfungssituation, wo es jetzt um die Note eines Kandidaten, einer Kandidatin geht. Ja, die Digitaltechnik, die prüfen wir zwar noch nicht so, aber die wird unterstützt. Das heißt, da gibt es also auch Fragenangebote zum Selbstassessment, zu sehen, habe ich das soweit verstanden. Dann gibt es Verlinkungen zu diversen Tools, Hinweisblätter, da liegt also sehr viel Material. Bei der Schaltungstechnik, das ist ein ganz interessantes Instrument, hier prüfen wir quasi den Zugang zum Praktikum. Das heißt also, wir checken also, ob die Studierenden sich entsprechend für das Praktikum vorbereitet haben. Das heißt, es ist in dem Sinne gar nicht eine Prüfung für die Lehrveranstaltung, also das Testat, mit dem die Praktikumsteilnahme testiert wird, sondern wir prüfen damit quasi, haben die sich vorbereitet für den Praktikumsversuch. Bei uns ist es auch so, dass teilweise sehr empfindliche Geräte sind. Wenn sie nicht vorbereitet sind, geht auch schnell mal was kaputt. Also dient auch bei uns dem Schutz, sagen wir mal, der Ausrüstung, der Laborausstattung. Ja, das denke ich, ist vielleicht in der Chemie oder anderen Fächern auch ganz interessant, wenn man einfach mal prüft, sind die entsprechend vorbereitet. Ja, was bieten wir über Stuttgart an? Skripte ist eigentlich ziemlich banal, gut, machen schon sehr viele. Material für Frontalübungen, Übungsblätter werden vorher verteilt. Die Musterlösungen kommen dann erst später. Praktikumsunterlagen, dann IXM-Vorbereitung, Übungsfragen, Übungstest. Wir nennen das immer Mock-Exam, das war bei Ihnen der mittlere Block. Den haben wir da.
Verlinkungen mit der Mediathek des Rechenzentrums. Also mein Vorlesungsangebot ist mittlerweile komplett aufgezeichnet. Also jede Lehrveranstaltung, die ich halte, gibt es in der Mediathek. Das ist da verlinkt. Bitte. Wie haben Sie, also weil wir hatten gerade das Thema, haben Sie die nur verbal und mit den Präsentationsfolien aufgezeichnet oder komplett? Es ist also mit meiner Person, aber es gibt auch teilweise ein Doppelfenster, das heißt, die Folie ist in hoher, guter Qualität sichtbar und die Videoaufzeichnung, also ich als Dozent bin im kleinen Fenster. Und das persönlich finde ich eigentlich die beste. Also ich fände es eigentlich traurig, wenn bei der Videoaufzeichnung meine Emotion verloren geht. Ja? Also da nur da der Text drüber kommt, die Sprache, das denke ich, dafür ist zu viel Body Language eigentlich drin. Also ich kann ja nicht an die Rhetorikschulen gehen, mich in Body Language trainieren und dann sagen, ich zeichne das nicht auf. Also das meine ich, geht eigentlich nicht. Ja, das wäre vertane Zeit. Also, ja. In der Digitalik zum Beispiel gibt es KVS-Tool, ist so ein Unterstützungstool, Minimierung von Schaltkreisen, das ist verlinkt. Selbstlernangebote, Demos, Vertiefungsstoff, Fragen zum Stoffverständnis, nicht also im Stil von Prüfungsfragen, insbesondere für Lehrveranstaltungen mit klassischer Schriftsprache. So, Foren machen wir sehr viel, Nachfragen und Gruppenkoordination für Praktika läuft über StudOn. Und dann was wir auch machen, wir haben StudOn jetzt die Liste der offenen Bachelorarbeiten, Forschungspraktikum, Masterarbeitsthemen. Und das pflegen die Mitarbeiter direkt. Also ist auch sagen wir, eine Werbung für studentische Abschlussarbeiten. Ist auch sehr vorteilhaft. Also mein Dank da an Quiz, insbesondere an Frau Gebhardt, die uns hier sehr detailliert unterstützt hat eben mit der Zugang zu Mitteln, um eben Hiwis zu finanzieren, die wir hier intensiv gebraucht haben. Ja, Ausgangslage für die Umstellung. Wir haben Lehrveranstaltungen mit hohem Anteil an so konzeptionellen, architekturellen Fragestellungen in der Auslegung elektronischer Systeme. Und das ist nicht so ein Rechnen von Aufgaben. Und das macht, die eignen sich daher besser für IXM, wenn es jetzt um integrale Lösen wie in der Feldtheorie geht, das ist ein bisschen schlechter auf IXMs abzubilden, aber gerade wenn es mehr um das Konzeptionelle, Systematische, um Argumentation geht, bietet sich IXM eher an. Wir haben in den Lehrveranstaltungen bisher häufig mündliche Prüfungen durchgeführt, weil sich das eben schlecht für schriftliche Prüfungen eignet, hatten damit verbunden hohe Prüfungslast, hohen Zeitbedarf für Prüfer als auch für Beisitzer, das heißt also auch für meine Mitarbeiter. Prüfungsinhalt, ja, was wollten wir im Prinzip? Abprüfendes Verständnis für die größeren Zusammenhänge im System. Ja, das heißt, das sind eher längere Argumentationsketten, größere Zusammenhänge, die geprüft werden müssen. Und wichtig ist mir, dass die Studierenden eben Begründung liefern können für bestimmte Systemauslegungen. Warum mache ich das? Warum nehme ich die Architektur entscheidend des Systems, nicht die? Und das sind häufig Ketten von Argumenten. Und sie sollen eben auch die Funktionalitäten im System beschreiben können. Rechnen, Formelwissen ist da kaum interessant, kaum relevant in den Lehrveranstaltungen, die ich hier prüfe. So, die Vorbereitung der Studierenden auf die mündlichen Prüfungen war bisher eigentlich meist Fragenkatalog mit Musterantworten, Folien, klar, und Literaturhinweise. Das stand ihnen bisher zur Verfügung. Was war jetzt Ziel der Umstellung und an wen ging das? Ja, Zielgruppe Studierende in der Tech-Fac, vor allen Dingen in den Studiengängen CME, Communication Multimedia Engineering, Elektrotechnik, Informationskommunikationstechnik, Medizintechnik und auch so kleinere wie eben Mechatronik und andere. Technomathematik und CE, Computation, also noch mehr. Aber im Wesentlichen diese Studiengänge. Ziele für die Umstellung, Entlastung des Lehrstuhls, Zeitersparnis durch automatisierte Bewertung, mehr Fairness in der Bewertung, Trockenlauf der Prüfung anbieten können, das, was wir so Mock-Examen nennen. Ja, das heißt also, die Situation daheim am PC für die Prüfung, wenn ich übe, ist die gleiche, wie wenn ich dann im Hörsaal zur wirklichen IXM sitze. Ja, das ist gut. Mehr Synchronität zwischen Vorbereitungsstoff und eigentlicher Prüfung, das natürlich auch, was auch gut war, diese Kongruenz, die Sie auch erwähnt hatten, das war auch so ein Ziel. Ja, wie haben wir es jetzt umgesetzt, wie sind wir rangegangen, um das IXM zu erstellen? Wir hatten Fragenkataloge und dank von Hiwis haben wir die also in StudOn eingepflegt. Wir haben dann zusammen nochmal drüber geschliffen, nochmal hier und da gezupft, ja, und das dann nochmal geschleift. Aber Ausgangspunkt waren eigentlich mal die existierenden Fragenkataloge. Die Fragenkataloge waren aber bisher rein textbasiert und wie wir auch in dem vorigen Vortrag gesehen haben, man kann jetzt viel mehr Multimediales einbinden, Grafiken und anderes. Ja. Das haben wir dann auch noch zusätzlich gemacht, das war dann noch ein etwas zusätzlicher Aufwand. Also das gestartet ist einmal mit der Umsetzung der Texte und dann eben neue Elemente und eben die multimedialen Fähigkeiten mehr auszunutzen. Formelfragen erlauben dann die Erstellung von zufallsgenerierten Fragen, somit wird effektiv verhindert, nur Antworten des Fragenkatalogs zu lernen. Ja? Das heißt, man kann also da auch, ich habe also in mündlichen Prüfungen oft beobachtet, dass eben Fragenkatalog nur auswendig gelernt wurde. Wenn ich die Frage etwas anders formuliert habe, kam dann nichts. Oder wenn ich die Frage einfach negiert gestellt habe, kam die gleiche Antwort in der Vorwärtsfrage. Und dann weiß ich, es war einfach auswendig gelernt, es war nicht verstanden.
Ja, dann dieses Trockenlaufangebot Mock-Exam war ganz wichtig. Die Studierenden konnten sich mit der Art der Prüfungsfragen vertraut machen, auch gleichzeitig Trockenlauf für die Prüfungserstellung und Auswertung. Da das für uns auch Neuland war, waren wir auch nicht ganz unglücklich, mal so in die Statistik reinzuschauen und zu sehen, haben denn die Studierenden gestolpert. Wir haben auch gelernt durch die Mock-Exams, also als Prüfungserstellende. Ja. Das ist also wirklich Win-Win für beide Seiten. Der Trockenlauf war inklusive Bewertung, das heißt, die Rückmeldung gab es an die Studierenden. Wir konnten uns auch ein Bild machen, über welche Fragen stolpern alle. Also da mussten wir auch, was quasi im Vorlesungsübungsbetrieb vielleicht noch im Argen liegt oder was man vertiefen müsste. Das heißt, das war auch für uns im laufenden Betrieb eine sehr interessante Rückmeldung. Aufwand für die Prüfung, Erstellung und weitere Fragen über die Übungsfragen hinaus. Klar, die müssen dann auch mehr kompetenzorientiert prüfen, geht dann weniger um die Wissensvermittlung oder sagen wir mal Überprüfung des aktuellen Status. Dann die Einordnung aller Fragen in Taxonomiestufen mit dem Ziel, jedem Teilnehmer eine gleich schwere Zufallsprüfung aus einem großen Fragenpool zu stellen. Also wir wollen verhindern, dass benachbart Sitzende gleiche Fragen kriegen. Das sagen wir, okay, jetzt kommt eine Frage aus dem Themengebiet EKG-Schaltung im Schwierigkeitsgrad Mitte. Wir haben also niedrig, Mitte, hoch, wir haben drei Stufen, Taxonomiestufen haben wir uns gegeben und dann kriegen halt benachbart der gleiche Taxonomiestufe, aber nicht unbedingt exakt gleiche Frage, um das Abschreiben einfach zu verhindern. Dann auch lehrstuhlweit einheitliche Taxonomien, also für alle Lehrveranstaltungen, auch teilweise Fragentransfer, weil manche Frage eignet sich in mehreren Lehrveranstaltungen. Das heißt, dann holen wir die aus einem zentralen Pool. Wir organisieren das jetzt um, wir haben einen großen zentralen Pool, aus dem holen wir uns dann die Fragen für die einzelnen Prüfungen. Ja, Erfahrung. Studierende, da aus der Richtung kam, dass der Trockenlauf eine exzellente Möglichkeit der Prüfungsvorbereitung war, wurde also sehr begrüßt. Beim Trockenverlauf, das fand ich auch interessant, beim Trockenlauf können sich die Studierenden nicht selbst betrügen, die Zeit läuft, es liegt keine Musterlösung, sondern ist eine reale Auswertung. Was ich immer wieder beobachtet habe, gerade in der Feldtheorie, ich rechne die alten Klausuren, da wurde selbst gerechnet und rechts immer die Musterlösung geguckt. Das war also nicht wirklich selber die Aufgabe angehen, sondern die hatten sich die Musterlösung daneben gelegt und haben gesagt, ich habe mich ja Klausur vorbereitet. Ne? Aber das ist Selbstbetrug und diesen Selbstbetrug können die hier nicht mehr machen, weil die Zeit läuft, die Antwort liegt nirgendwo. Ja? Selbst wenn sie sich irgendwas mal früher ausgedruckt haben, man kann jetzt nicht schauen in den 1000 Fragen, wo ist jetzt da, welche Frage ist jetzt die Lösung. Also dieses Selbstbetrügen beim Lernen auf die Klausur, das kann man ausschließen und das finde ich ist ein ganz großer Vorteil. Dann eben die Studierenden können sich mit der Bedienung der Umgebung vorab vertraut machen, das nimmt den Prüfungsstress, ist auch klar. Das ist dasselbe Tool, zu Hause üben oder die Mock-Exams sieht genauso aus wie in der Prüfung. Die Bedienung, die sind daran gewöhnt, das ist jetzt keine neue Situation. Prüfung wurde eher als leicht empfunden, ja, und hohe Anzahl an frühzeitigen Beenden, also viele sind früh rausgegangen. Hinterher haben wir gedacht, haben wir die Prüfung zu leicht gestellt, aber es war auf dem Niveau des Fragenkatalogs und auf dem Niveau der mündlichen Prüfung. Also ich habe gedacht, naja, vielleicht war einfach die Vorbereitung auch besser. Ja. Aus Sicht der Prüfung, die Erfahrung, da haben wir also häufiger Verdacht, dass die auf den Nachbarbildschirm schielen. Deshalb auch diese Geschichte mit Fragen aus der gleichen Taxonomiestufe, die wir dann zusammenwürfeln. Dann Zeitdauer der E-Exam-Prüfung in Abhängigkeit der ECTS-SWS. Gibt es da Empfehlungen? Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den man zu diskutieren hat. Ich habe da eine schriftliche Prüfung von 90 Minuten, die bisher im Modulhandbuch stand. Mache ich dann 90 Minuten E-Exam oder mache ich vielleicht 60? Ich habe den Eindruck, man kann runter. Also wir peilen so 60 Minuten an, wenn es ursprünglich 90 war. Gleiche Fragen für allen, schafft zwar ein Höchstmaß an Vergleichbarkeit, erlaubt aber das Abschreiben. Das heißt, das werden wir jetzt mit den Taxonomiestufen versuchen, in den Griff zu kriegen. Fehler in der Erstellung der Fragen oder Bedienungssystemen waren bedingt durch den Trockenlauf nicht vorhanden. Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Habe ich jetzt die Fragen korrekt? Funktioniert das mit der automatischen Auswertung? Wenn ich jetzt viele Fragen schon im Trockenlauf habe, ja, also haben gesagt, 60% übernehmen wir, den Rest machen wir neu an Fragen. Also die eigentliche Prüfung setzt sich schon zum Teil aus den Übungsfragen zusammen. Ja, weil die haben nichts zu mitnehmen. Wenn sie es können, können sie es. Also da muss ich jetzt nicht 100% neue Fragen haben. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht komplett neu sein, sondern Hälfte bis zwei Drittel übernehmbar aus dem Übungspool und dann das letzte Drittel ist neu. Hat auch den Vorteil, dass der Pool wächst mit jedem Prüfungsdurchlauf. Wenn wir mit jedem Prüfungsdurchlauf 30% neu haben, dann wird auch der Pool immer größer. Die nehmen wir dann wieder in den Pool und dann kommt für die nächste Klausur wieder neue Fragen. Und so wächst einfach der Pool und man muss einfach einmal anfangen. Das ist der Punkt. Ja. Sehr schnelle Auswertung und Upload des vorliegenden Prüfungsergebnisses in meinem Campus. Also wir hatten am Vormittag die Prüfung, am Nachmittag war es korrigiert und abends war es in meinem Campus. Die Studierenden hatten also quasi schon am Abend ihr Prüfungsergebnis, ihr vorläufiges, also mit Sternchen in meinem Campus. Das wurde also auch als sehr attraktiv empfunden, gerade wegen der Mobilität der Studierenden. Viele sind angewiesen, bis sie ihr Zeugnis komplett haben. Also die Wartezeiten auf Eintragung von Prüfungsergebnissen sind ja sehr lang. Man weiß, dass es Prüfungs
Amt sehr überlastet ist. Ja, die sind nicht mit den Studierendenzahlen mitgewachsen. Wenn ich die jetzt automatisch hochlade, dann haben die Studierenden das sofort. Ja. Und das brauchen sie auch häufig für irgendwelche Bescheinigungen, für BAföG-Verlängerung, für Auslandspraktika, Auslandssemester und so weiter. Da hilft also die Zeitersparnis. Manuelle Nachkorrektur, da, das war so ein Feature, naja, da haben wir gesehen, das ist Stuttgart teilweise sehr langsam korrigiert. Gerade wenn man manuell korrigieren muss, wird es etwas ärgerlich und zäh. Okay, einige Anregungen, bevor es dann in die Demo geht. Diversifizierung der Fragen, damit benachbarte Prüflinge nicht gleiche Fragen erhalten, das ist im Prinzip schon Vorbereitung. Das machen wir jetzt, also diese Taxonomie-Stufen werden wir jetzt so einführen. Dann Zwischenwand zwischen PC-Arbeitsplätzen hat man auch mal diskutiert, um das Abschieben zu verhindern. Dann sieht man allerdings, die dahinter sitzen, hilft auch nichts, genauso wie so Zusatzfolien gegen schräges Draufschauen, das kennt man vom Laptop. Das hilft auch nicht für die dahinter sitzende, deshalb wir werden also im Prinzip das mit der Diversifizierung der Fragen lösen. Dann dieser Zusatzbutton für Reißen, was es in der schriftlichen Klausur gibt, dass man nichts abgibt, weil man 5.0 haben will, nicht bestanden haben will, das ist auch schon in Vorbereitung, wie ich gehört habe. Dann eine technischere Anregung. Für Formeln gibt es eine tech-ähnliche Sprache. Ja. Für Schaltpläne gäbe es auch so etwas, das nennt sich Circuits. Und man könnte jetzt überlegen, dass man das Circuits einbaut, auch in Stuttgart, genauso wie man diese Tech-Sprache für die Formeln einbaut. Hier sieht man so einen Code, damit kann ich also so ein Symbol erzeugen oder hier. Das heißt, man hätte also auch die Möglichkeit, sag mal, solche Schaltsymbole nicht grafisch als Grafikobjekt einzubinden, sondern man könnte über Code einbinden. Und man könnte im Gegenzug auch, wenn die Studierenden Circuits verstehen und selber programmieren können, auch die selber Schaltungen erstellen lassen. Und das wäre, finde ich, was ganz Schickes, wenn man sagt, dimensionieren Sie diesen Schaltkreis, ja, oder zeichnen Sie einen Tiefpassfilter in Pi-Schaltung. Ja. Ja, dann können Sie das mit Circuits programmieren. Wäre also auch eine interessante Erweiterung. Und das ist eigentlich von der Philosophie her dasselbe wie die Tech-Formelsprache. Gut, damit wäre ich mit meinem Vortrag durch. Ich würde jetzt hier an Frau Linz übergeben für eine kleine Demo, da gehen wir mal in das Stud.on rein und dann werden wir Ihnen mal zeigen, wie so ein paar Prüfungsfragen ablaufen. Haben Sie den Klicker? Okay. Okay. Gut, das ist jetzt mal... Ja, also wir haben jetzt halt vom letzten Semester, von den Prüfungen und auch von dem Praktikumsvortest mal vier Fragenbeispiele mitgebracht, hauptsächlich im Bereich Schaltungsdesign bzw. Schaltungsanalyse. Wir haben jetzt hier zum Beispiel aus der Vorlesung Medizinelektronik erstmal noch ein paar Grundlagenfragen zum Thema Schaltungstechnik. Hier sind insgesamt drei Schaltungen. Genau, so ein bisschen sieht. Und zu den Schaltungen müssen die Studierenden dann zum einen erkennen, was ist es für eine Schaltung, also was tut die. Da kann man über so ein Dropdown-Menü verschiedene Antwortmöglichkeiten vorschlagen, die müssen es dann auswählen. Und anschließend müssen sie noch so eine Übertragungsfunktion berechnen, also die Ausgangsspannung bezogen auf die Eingangsspannung, müssen hier ein Vorzeichen wählen und können danach dann den Betrag noch angeben. Man geht davon aus, dass die Parallelen probieren. Das ist genau der Punkt. Das war auch so ein Kritikpunkt, weil wir haben gesehen, also wenn ich das jetzt auch selber mal mache, ja, ich bin einfach gewöhnt, zwischen daneben Blatt Papier zu haben und zwei, drei Zeilen zu schreiben. Und das bisher ist ja nicht erlaubt mit Papier oder das ist nicht üblich mit Papier zu machen. Wir sehen aber, dass es das eigentlich notwendig ist. Papier hat natürlich die Gefahr des Weiterschiebens. Wenn aber wir mit benachbarten Platz unterschiedliche Aufgaben haben, dann nutzt es auch der Papier nicht weiterzuschieben. Und das auch so eine Motivation, warum wir Benachbarten eben verschiedene Fragen geben wollen, dann können wir das eben mit Papier machen, dann wird das einfacher. Ja. Also in dem Fall war es jetzt noch ohne weitere Hilfsmittel, also Sie dürften das nur im Kopf berechnen, aber ich denke, die Fragen sind so gestellt, dass man es noch berechnen kann im Kopf bei denen. Und wir hatten auch ähnliche Fragen geübt, also die wussten, was da auf sie zukommt. Das sind aber jetzt Grafiken eingebunden. Das sind Grafiken eingebunden, ja. Und da wäre eben auch die Idee, wenn man das über Circuitix mit direkt programmieren kann in Stud.on, wäre es natürlich sehr viel einfacher, das zu gestalten und auch dann wieder abzuändern, weil so muss man jetzt jedes Mal ein neues Bild hochladen. Das ist auch teilweise fehleranfällig. Ja, die Grafikqualität wäre auch besser. Ja. Oder auch Portabilität, also für verschiedene Bildschirme wäre besser. Es kommt jetzt auch sehr auf den Browser drauf an, man sieht jetzt hier nicht so gut das mittlere Bild. Ja. Das war bei einem anderen Browser auch anders. Okay, dann mal die nächste Frage. Schauen wir.
Genau, hier haben wir dann auch wieder ein Bild mit eingebunden. Das ist ein EEG-Signal und da ging es darum, die Hauptfrequenz, die dieses Signal hat, herauszufinden. Einfache Berechnung. Und dann über Single-Choice-Antwortmöglichkeiten anzuklicken. Zeitfrequenzbereich, also wird quasi abgeprüft, ob Sie die Zusammenhänge erstellen können. Dann noch ein weiterer Fragentyp, das sind diese sogenannten Hotspot-Fragen, das ist ein bisschen kompliziertere Schaltung, das ist eine EKG-Schaltung und es gab in der gesamten Klausur mehrere Fragen zu dieser Schaltung, also es gab immer mal wieder so ein Bild und es mussten verschiedene Bereiche angeklickt werden, hier zum Beispiel dann ein Instrumentenverstärker, es gab noch ein anderes Beispiel, da sollte dann Optokoppler erkannt werden und hier kann man dann eben entsprechend immer das, was gefragt ist, anklicken, wird dann markiert und wenn man das Richtige angeklickt hat, kriegt man entsprechend die Punkte drauf. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, wenn man da mehrere Fragen zum selben Bild hat, die sich allerdings dann in der Frage ein bisschen unterscheiden, dass man das Abschauen schon stark verhindern kann. Weil meistens nur geguckt wird, was klickt der da vorne, aber er hat eigentlich eine ganz andere Frage. Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar bei den Einweisen hatten dann die Studenten theoretisch die Möglichkeit zu sagen, das ist doch falsch, oder wenn die einmal angesetzt haben. Man kann dann auch hier nochmal was anderes anklicken. Kann man mal korrigieren. Nach. Kann man korrigieren. Aber das könnte ja in Kunstwerken genauso sein, im Bild an Bereiche angeklickt. Also das ist wirklich. Also das, was man als letztes angeklickt hat und dann auf weiter, das wird gezählt. Gut, und dann ein letztes Beispiel aus dem Praktikumsvortest. Hier sind verschiedene Messgeräte dargestellt. Die kann man sich auch hier nochmal genauer anschauen. Und muss dann die Bezeichnung dafür zuordnen. Das genau einfach anklicken und rüberziehen. Man kann auch hier dann wieder weiter. Ist klar. Und am Ende bei diesen Tests hatten wir es immer noch so, dass nochmal eine Fragenübersicht kommt. Da sieht man dann auch, was man wirklich hier bearbeitet hat. Man kann auch, vielleicht mal ganz kurz zurückgeht, bei den Tests bei uns immer die Fragen markieren. Wo man das eingestellt hat, gibt es hier so ein Sternchen. Und das sieht man dann auch am Ende in dieser Übersicht nochmal. Also die Studierenden, die sich bei einer Frage nicht ganz sicher waren, können die markieren, können sie dann am Ende von ihrer Prüfung nochmal aufrufen und dann nochmal weiter überlegen. Gut.